Ich habe mir die künstlerische Freiheit genommen und jetzt einen Text ganz frei zu machen, der sich ständig unterbricht. Und er nennt sich Freiheit und hoffentlich auch morgen. Und ich fühle mich endlich frei. Heiterkeit macht sich breit, sodass ich plötzlich erkennen wir das Licht am Ende des Tunnels, musst du es ausschalten. Also beim Autofahren bin ich schon. Unabhängigkeiten engen uns ein. Wir bauen unser eigenes Gefängnis und versperren unsere Zukunft. Kann es nur geben, wenn die Gegenwart basteln wir nicht ständig unser Leben zurecht. Das sind schon wichtig. Egal ob groß, klein, schwarz, weiß, dick oder dünn, Mobbing ist auch keine Lösung für unsere Probleme. Doch endlich selbst ist der Mann, die Frau. Genderwahnsinn oder Gleichberecht hast du, wenn du es einfach machst, ohne dich groß darüber aufzuregen, statt Sonne immer nur Regen. Gejammert wird eh schon, die ganzen Zeiten ändern sich nicht. Das war schon damals, sowas kommt schon mal vor. Lassen wir uns ständig von unserem Kopf leiten und hören wir eigentlich noch auf unser Gewissen sie eigentlich? Dass jeder Mensch in irgendeiner Art von Gefangenschaft leben, kann man das nicht mehr nennen. Erkennen wir den Unterschied zwischen Medien und Meinungsfreiheiten, können auch eingrenzen und andere Freiheiten zerstören wir uns am Ende schon. Selbst wenn ich nur daran denke, wird mir schon schlecht. Kann es ja nicht gewesen sein, dass jetzt alle mitreden. Dürfen wir das eigentlich? Oder gibt es da jetzt so ein gesetzlich, wäre es erlaubt zu sagen, wäre aber besser nichts Falsches? Puh, nein, jetzt aber Scherz beiseite. 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 Hörst du nicht? Geh mir aus dem Weg, ja du, der da vor mir steht. Ein junger Mann mit Kapuze über den Kopf sieht mich von unten an. Erst dann erkenne ich sein Problem. Er könne so unterschiedlich sein, war es auf alle Fälle, denn er wollte an mir vorbei, geht sicher nicht. So schnell kommt er nicht voran. Vermutlich, weil er nicht, gehen wir nicht immer unseren Problemen aus dem Weg? Freiheit kann so unterschiedlich sein, gefesselt durch ein kaputtes Bein auf ewig an einen Rollstuhl. Der Traum, eines Tages wieder gehen zu können, als größtes Glück, empfinden wir das eigentlich auch, wenn wir Tag für Tag in die Arbeit gehen? Schritt für Schritt bekommen wir das überhaupt noch mit? Wenn wir gesund durch das Leben latschen und uns über alles aufregen, das uns umgibt, sehen wir, wer uns alles liebt und halten wir angenommen. Wir wären froh, einfach nur zu sehen, Augen zu öffnen und Farben wahrzunehmen, wir nicht immer alles zu ernst. Sind wir gefangen, ohne es zu wissen, sie eigentlich, dass jeder Mensch in irgendeiner Art von Gefangenschaft leben, kann man das nicht mehr nennen. Na gut, aber es ist nicht immer alles so Neger. Du hast Neger gesagt und Neger sagt man nicht. Ich meine, es ist nicht Unmöglichkeiten, gibt's genug. Entscheidend ist der Weg, den man einschlägt, wenn man kann, darf, ohne zu fragen, einfach zu machen wir uns doch nichts vor. Wir wollen doch gar nicht frei sein. Wir werden verloren, hast du, schon wieder. Du bist der Loser der Nation, der sich alles sagen. Lässt du dir das immer noch gefallen, dir diese Schuhe, mein Schatz? Bei der Antwort dieser Frage wird beide wohl immer ein Ja verlangt, da ihre Freundin sie erst recht nicht anprobiert hätte, wenn sie ihr nicht gefallen würde, würden wir diese besser stehen oder doch das andere Paar? Hier sei Vorsicht geboten, denn wie sie bemerken, hat die Freundin das Recht der eigenen Meinung in ihren Munde abgegeben und erhofft sich jetzt eine Entscheidung von ihnen, die, by the way, immer falsch sein. Wird ihnen da nicht übel bei den Gedanken, dass sie auf ewig diese Falschaussage vorbehalten bekommen, werden wir nicht ständig eingegrenzt? Nein, eine Bildinterpretation hat in einer literarischen Bachelorarbeit, die sich mit den Thesen der Wirkung von Bildern beschäftigt, nichts verloren, hast du, und schon wieder dasselbe. Vorgeschrieben, Leitfäden, Gesetze, Verbote, Gebote, Leitsysteme, kriegen wir das überhaupt noch mit? Schritt für Schritt wird uns die Freiheit geraubt, darf man nicht sagen, wir besser nichts. Es ist nicht erlaubt. Doch keine, sorgen wir uns besser um unsere ungewollte Freiheit. Ich spreche von beziehungsweise Bündnissen, die unser Leben bereichern, werden wir dadurch. Nicht ärmer sind die, die frei sind und nicht wollen sie auf ewig singen. Bleiben sie so, wie sie sind. Tun sie Dinge, die sie glücklich machen und genießen Sie das Leben, kann so schön sein. Nicht nur heut, sondern freilich auch morgen. Dankeschön. Applaus